So, hallihallo und herzlich willkommen zu Alien Isolation oder Isolation, wie spricht man das eigentlich aus? Egal, pass auf, ich mache folgendes, ich mache mal das Spiel an, ich mache die Musik aus, hier, weil das ist nur YouTube, denn wir haben ein wirklich schönes Intro und das will ich euch nicht ersparen, deswegen nicht wundern, das dauert einen kleinen Moment und dann geht's hier mit dem Intro los und dann sind wir im Hauptmenü, ne? Sieger! Und AMD Gaming Evolved. Ach, diese lustige Speicherkassette hier. So. Und da sind wir auch schon im Spiel. So. Spielmodus. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ich find die Beschreibung so schön. Spiel beenden, was unten drunter steht. Spiel verlassen und zum Betriebssystem zurückkehren. Das habe ich auch noch nie gelesen. So, genau. Ich habe nichts verstellt. Ich habe alles Standard gelassen. Ich habe nur, was habe ich gemacht? Ich habe Vollbildfenster gemacht und alles andere ist Standard. Also maximale Details, pipapo. Ne, alles auf Ultra. Genau. Ich hoffe, das passt alles. Sound ist vielleicht ein bisschen laut. Das ist aber tatsächlich Absicht heute, denn das Spiel arbeitet wohl viel mit Sound, wurde mir gesagt. Und es macht ja auch nur Sinn bei so einem Spiel, dass da guter Sound mit dabei ist. Dankeschön für 100 Bits, Captain Geramak. So. Ja, also Surround-Kopfhörer sind auf jeden Fall Pflicht, aber das haben, glaube ich, eh die meisten. Also hoffe ich. Und ich würde sagen, wir starten mal. Und den Knopf habe ich noch nicht angedrückt. Mal gucken, was passiert. Ja, die Hauptkampagne, genau. Hauptkampagne. Und ihr seht, ne, ich habe noch nichts hier. Nichts zum Laden, nichts zum Fortsetzen. Ich kann nur auf Spiel starten drücken. Oh, Schwierigkeitsgrad. Das ist natürlich, also Anfänger leicht auf keinen Fall. Immer noch eine Herausforderung, die sich aber meistern lässt. Das klingt nach mir. Schwer. Das empfohlene Spielerlebnis. Herausfordernd und furchterregend. Albtraum. Der ultimative Überlebenstest. Ich glaube, schwer ist besser. Dankeschön, Starflash, für den Resub im 4. Monat. Vielen Dank. Ich glaube, Albtraum ist eher was für Leute, die es schon mal durchgespielt haben und sich schon besser auskennen. Ich mache schwer. Hier schreiben die Entwickler selbst, dass es das empfohlene Spielerlebnis ist. Und deswegen klicke ich das jetzt an. So. Kalibrierung. Bewegen Sie den Schieber, bis sieht das Sexon-Logo gerade so vor dem schwarzen Hintergrund sichtbar. Okay. So. Dankeschön, Neo, für 100 Bits und für den Follow, Cosmo, Monkey und Peter Reichstein, ebenfalls danke für den Follow. Warte mal, wollen wir die Sounds ausmachen? Ich weiß gar nicht, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Oder wollen wir die Alertbox heute ganz ausmachen? Seid ihr da böse, wenn ich die ganz ausmache? Weil ich kann jetzt einen Sound gar nicht, also das hat keinen Sound quasi. Da wird es halt nicht eingeblendet. Hier unten, wenn irgendwas ist. Aber ich sehe es trotzdem und ich, wenn wir dann irgendwo mal, wo wir einen ruhigen Moment haben, dann kann ich darauf reagieren. Mach sie ganz aus, ne? Weil ich glaube, das würde hier in dem Fall sonst wirklich stören. Wir machen sie aus. Und ich sehe trotzdem alles, also ihr könnt trotzdem alles ganz normal machen und im Chat ist es ja eh drin und ich kann dann in einer ruhigen Minute mal darauf reagieren, ne? So, ich denke, so ist gut hier, ne? Habe ich das richtig gemacht so? Ja, Discord habe ich schon ausgemacht, so. Okay, Eingabe muss ich drücken. Los geht's. Mit EP-Geräten lassen sich Androiden kurzzeitig außer... Androiden gibt's auch? Letzter Weg sieht zwischen drei Haupt... Okay, das war zu schnell. Sieger präsentiert. In Zusammenarbeit mit 20th Century Fox. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker.
Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Alien Isolation. Ist übrigens nicht ab 18, sondern ist für ab 16, glaube ich sogar schon. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist so. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zur Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Oh, ich bin ja nackt. Das ist ja lustig. So, und guckt euch das an. Ja, ich weiß, die Synchro war jetzt so lala, ne? Die war so lala, aber besser als bei Freelancer. So, und ja, ich muss mich erstmal hier umsehen. Also das ist hier wohl so eine Kryo-Schlafkammer, wo ich aufgewacht bin. Aha, hier kann ich irgendwas benutzen. Okay. Bin ich jetzt schon auf dem Alien-Raumschiff? Nee, oder? Tür verschlossen. User signed in. Ah, hier. Anmelden. Mhm. Erkunden Sie die Torrance. Das ist wahrscheinlich das Raumschiff hier. Noch nicht gespielt. Big Quiggy, noch nicht gespielt. Mein erstes Mal. Oh, der, guck mal, der ist ja lustig hier. Kann ich mich irgendwie ducken? Warte mal. Tastenbelegung. Oder lerne ich das erst? Naja, mal gucken. Wer steht hier? Irgend so ein Buddha? Ohne Hände? So. Aber doch ein bisschen lauter machen die Musik. Warte mal, ich mach's vielleicht doch ein kleines bisschen lauter wieder. Die war im Menü so laut, aber hier geht's eigentlich. So, 1 lauter. Ja, so ist besser. Oh. Ich hab direkt Angst.
Okay. Soll ich da lang gehen? Ich guck mal, was haben wir denn hier? Personal Storage, aha, so kleine Spins quasi. Oh Gott, ey. Überall sind irgendwelche Geräusche, Hilfe! So. Ah ja, hier ist Crewquartier. Hier ist ein Klo. Eine Dusche. Ah, oh, das ist gut. Ah. Das fühlt sich gut an. Erstmal schön sauber machen. Leider keine Außenansicht. Na gut. Irgendwas fiebt hier. Soll ich irgendwas anklicken? An Regenerationspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden von Feinden in der Nähe gewarnt. Ah, okay. Ja, mache ich. Okay, also, oha. Wir haben manuelles Speichern an Checkpoints. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Ich dachte, man kann hier irgendwie so mit F7 und F8 einfach schnell speichern. Na gut, dann geht das wohl nicht. So, gehen wir hier wieder raus. Ich habe das Zwischenzimmer ist dunkel. Ja, so ein bisschen. Nicht zu dunkel. Aber so ein bisschen. Oh, hier, guck mal. Raumanzug. Okay. Bin ich hier ganz alleine auf der Station? Ich hab voll Schiss. Hallo, ist hier doch irgendwie... Ist hier doch irgendwer? Ich laufe hier nackt durchs Raumschiff, weißt du? Gott. Ah. Da sitzt eine. Hallo, ich bin nackig. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sie sollten sich besser umziehen, bevor Villain uns versammelt. Ja, das ist eine gute Idee. Danke für den Hinweis. Sie mag wohl meinen wunderbaren, geformten Körper nicht. Okay, also ich bin schon mal beruhigt. Ich bin nicht alleine. Wir sind hier offenbar also noch nicht irgendwie in Gefahr. Also, hoffe ich mal. Wobei, hier hängt schon irgendwelches Zeug rum. Aber sieht alles noch ganz friedlich aus. Ich will mal darauf hinweisen, wie geil dieses Raumschiff von innen, also das, ich glaube, das ist ein Raumschiff, von innen aussieht. Das hat schon so ein bisschen Star Citizen-Flair eigentlich, ne? Richtig schön dekoriert. Richtig cool gemacht. Hier so die Küche und Abwaschzeug oder was das hier ist. Ein Terminal. Okay, was kann ich hier machen? Okay, das ist natürlich sehr, sehr nostalgisch. Sehr, sehr geil. Privat. Nach unten. Was? Bild. Oh Gott, die Bild-Ab- und Auf-Tasten, die habe ich gar nicht... Die kann ich gar nicht nutzen. Das muss ich mir umbelegen. Die kann ich nicht nutzen, meine Bild auf, abtasten aus anderen Gründen. Warte mal, Spiel. Tastenbelegung. Warte mal, Bild ab, Bild auf. Sekunde. Maus runter. Hör, ist gar nicht... Das ist doof. Kartenmenü. Nee, will ich nicht. Okay, keine Ahnung. Ach, geht doch mit dem Mausrad. Ah, man muss es nur ganz schön hart. Oh, richtig hart muss man das rollen. So, soll ich das euch vorlesen hier? Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ich würde auf privat gerne... Ach so, Q. Ah, okay. Ah,
Hey Taylor, ich habe eine. Ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben. Und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2021 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland-Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Okay. Dallas, das sind die Leute hier. Dallas, Captain Ash, wissenschaftlicher Offizier, Ken oder Kay, erster Offizier, okay. Lambert, Parker und Brett. Gut, müssen wir uns das ja die Namen merken? Ich hoffe nicht. Weyland Yutani hat dadurch eine Stange Geld verloren. Es gilt als Schandfleck in der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, die haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Dateien später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn Sie wollen, kann ich sie mit Ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht färbt etwas von Ihrem Glück auf mich ab. Wie ich höre, haben Sie hohe Tiere, Großes mit Ihnen vor. Saul. Okay. So, und hier? Das ist eine Passagierliste. Okay. Das ist jetzt hier unsere. Wer sind wir denn? Wir sind Ripley, ne? Wir sind, glaube ich, Ripley. So. Genau, C Replay. Das heißt, wir sind die Tochter, ne? Genau. Wir sind die Tochter von der Replay, die ja aus dem ersten Teil quasi. Das sieht aus wie ein Handelsterminal auf Levski. aber schön hier. Schönes Raumschiff. Schön dekoriert, schön gemacht. Und es hat auch so einen geilen Style. So ein bisschen schmutzig, so ein bisschen zerkratzt, aber doch irgendwie ganz nett. So. Gehen wir mal weiter. Da ist zu. Tür verschlossen. Na gut. Aber die Türen sind besser als bei Star Citizen. Da musst du nicht erstmal vorher stehen bleiben. Die gehen richtig gut auf. So, geht's hier weiter? Oh Gott. Oh, diese Lampen. So. Da ist jemand. Hallo. Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Sie sollten sich besser umziehen, Ripley. Verlaine wird uns bald zusammenrufen. Ey, wir wollen eigentlich alle, dass ich mich immer umziehe. Noch nie eine... Dankeschön, Black Phoenix 82 für den Resub im dritten Monat. Im achten Monat auf Tier 3. Vielen, vielen Dank. Und hallo, Diwell. Guck mal, ich finde auch den Style hier so geil. Diese Buttons. Das ist so richtig oldschool. So richtig oldschool Enterprise. So richtig, richtig oldschool. Vor allem, das habe ich mich damals schon gefragt, bei diesen alten Filmen. Wenn du, sagen wir mal, du arbeitest hier, ne? Du bist wieder der Typ, der hier auf die Knöpfe drückt. Merkt man sich diese ganzen Buttons auswendig? Also welcher Button hier für was steht? Oder weiß ich nicht. Also ich könnte es mir, glaube ich, nicht merken. So, aber es ist trotzdem cool. Es hat so einen richtig schönen nostalgischen Faktor. Das ist hier offenbar die Krankenstation. So, umziehen, ja, wie denn? So, Tab für Map. Ziehen Sie sich an. Hier lang und dann da rechts. Okay. Machen wir. Ey, der randaliert hier direkt. Der rastet direkt aus. Steht alles in dem Handbuch, genau. So. Da muss ich mal hier zur Dusche, oder was? Wie ziehe ich mich denn an?
Okay, kriegst du hier irgendwelche Nachrichten drauf? Knapp verpasst. Ah, komm. Huch, nee, das wollte ich gar nicht. Ah ja. Die Sounds sind echt nicht schlecht gemacht. So, ich bin gut gekleidet und bereit für Schandtaten. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Oha, okay. Zur Brücke. Wie komme ich denn zur Brücke? Kombüse. Ah ja, hier rechts rum und dann dorthin. Okay. So. Aber ich will mal kurz, ich muss mal ganz kurz was schauen. Tut mir leid. Spiel. Tastenbelegung. Doch, ist aber alles belegt. Okay. Weil ich kann das noch gar nicht machen hier. Okay, doch, ducken geht. Sprinten? Sprinten geht irgendwie nicht. Na gut. Ah, da vorne war, da war vorhin zu. Sind die alle schon hier auf der Brücke? Ich bin gespannt, wie die Brücke aussieht. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen. Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Okay. Welche Monitore? Ich folge dir einfach mal hier. Der wird schon wissen, wo es lang geht. Hoffe ich jedenfalls. Okay, da sieht man nichts. Fliegen wir? Bin ich ganz sicher. Hallo Hawk, 1.75. Soll ich irgendwas tun? Ja, der guckt nur so. Ah. Ich verstehe. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Ja, super. Jetzt dürfen wir hier noch zu Fuß raus, oder was? Das ist Service. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Das wird so schief gehen.
Ich spüre das schon jetzt. Das wird auch nichts Gutes werden. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Das sieht aber schon... Es sieht schon ziemlich geil aus. Ich glaube, die sind weg. Okay. Scheiße. Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Fuck, die sind alle tot. Ich bin jetzt ganz allein auf dieser Raumstation. Weißt du, ich hatte gerade gehofft. Oh mein Gott. Kann ich nicht hier wieder rausgehen? Ich will da nicht rein. Ach du Schande. Warte mit diesem Helm auf. Oh mein Gott. Okay. Umziehen. Ich zieh mich erstmal um. Okay, ich kann hier aber nicht wieder herkommen und den wieder anziehen. Okay. Also, ich möchte das kurz zusammenfassen. Wir sind als Rettungsmannschaft hierher gekommen und alle außer mir sind tot. Na gut, das Raumschiff ist noch irgendwo, aber da komme ich wohl jetzt nicht mehr hin. Und ich höre hier ganz fiese Geräusche. Hallo? Oh. Andere Ressourcenpunkte können Sie manuell speichern. Ah ja, genau. Das muss ich direkt mal machen. Da, speichern. Wie im Real Life. Einfach speichern. Dann passiert nichts mehr. Ja, will ich. So. Ein Bindemittel. Finden Sie Baupläne, um Gegenstände aus den gesammelten Komponenten zu basteln. Oh, cool. Okay. Also, gibt auch Loot? Ah, da haben sie mich direkt wieder mit ihrem Loot. Okay, also. Warte mal, da hinten war ja noch was. Hier sind so viele Türen und so viele Gänge. Hallo? Na komm. Wollen wir uns mal nicht so haben? Wir laufen einfach durch. Vermutlich wird sich, wenn hier ein Alien ist, ich weiß ja nicht mal, ob hier ein Alien ist, wenn es hier... Ich wollte gerade sagen, wenn es hier einen Alien gibt, wird es sich bestimmt vor uns verstecken. Es hat bestimmt mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Oh. Psst. Leise. Stöhn leise. Wollen hier niemanden, wollen hier nicht die Aufmerksamkeit auf uns ziehen? Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Ja, super. Stabilität gefährdet, das höre ich doch wirklich gern. Wobei es eigentlich ganz beruhigend ist, zugegeben, denn es bedeutet, dass diese furchtbaren Geräusche nicht von irgendeinem Alien kommen, sondern von der Raumstation, die um mich rum ist und die mich, töten wird. Verdammt. Wir kommen hier nie wieder lebend raus. Ich sehe es jetzt schon. Okay, das ist offenbar nicht der Weg. Warte mal, dann vielleicht hier lang.
Kann ich jetzt sprinten? Ah, jetzt kann ich wenigstens sprinten. Also falls was schief geht, dann sprinte ich aber schnell weg. Aber hier waren wir schon. Warte mal. Ich hab irgendwas übersehen. Geht's hier nicht weiter? Ah. Klettern. Oh ja, das ist sehr, sehr gut. Hier sind bestimmt sicher vor Aliens. Die Aliens sind ja meist, also ich glaube, oder? Ich weiß gar nicht, bei Alien waren die Aliens auch recht groß. Oh mein Gott. Die kommen hier gar nicht rein wahrscheinlich. Bin mir ganz sicher. Die kommen hier nicht rein. Will ich da durch? Also Real Talk, wenn ich hier persönlich auf der Station wäre, ich glaube, ich würde hier nicht langlaufen. Ich würde mich irgendwo in ein Loch rein verkriechen oder so. Sensor. Andererseits, irgendwann muss man ja rauskommen. Irgendwann hast du so viel Hunger. Der Hunger treibt dich irgendwann raus. So. Was haben wir hier? Ordner fehlerhaft. Freigeben Stilllegung. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierung sprechen, aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesetzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt. Und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Sagt der Chief. Okay. Und hier? Fehlerhaft. So, aha. Ich verstehe. Also offenbar wurde das hier stillgelegt. Das kann ich verstehen. Es scheint mir auch nicht in einem vernünftigen Zustand hier. Also die Arbeitsbedingungen hier, ne, dass man das schließt, das sehe ich sogar irgendwo ein. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag auf dem Arbeitsweg hier erstmal über so einen Steg drüber laufen. Ah, nein! Ah. Ich glaube, das war doch safe gescriptet. Ich bin so sauber darüber gelaufen. Flucht noch mal. Scheiße, jetzt bin ich hier irgendwo. Leuchtfackel. Das wird helfen. Wenn ich wüsste, wie Kuh halten zum Öffnen des Inventarrades. Achso, R. Toll, jetzt sehe ich ja genau. Jetzt sehe ich ja viel, viel mehr. Na gut, ein bisschen mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. Das Dumme ist, ich werde jetzt auch gesehen. Someone new. You always know working. Joe. Hier war offenbar ein bisschen Action los. Und, übrigens, Dankeschön, Alien, für den Follow und für den Euro. Oh mein Gott. Und Lysander. Dankeschön. Für den sechsten Monat mit Prime. So. Das. Hier hat sich gerade irgendwas bewegt. Diese Fackel, die. Da war doch gerade was. Nee, das ist die Fackel. Okay. So, suchen. Loot. Ein Bindemittel. Und Schrott. So, das war's. Muss man in den Köfferchen. Ich hab grad irgendwas grunzen gehört. Irgendwas hat gerade gegrunzt. So.
Muss ich jetzt weg hier? Da vorne ging es noch weiter. Genau, hier ging es noch hoch. Moving. Ja, das sieht sehr sicher aus. Sprengkapsel. Immer hier die Augen noch offen halten wegen Loot, aber es leuchtet wenigstens ein bisschen gelb. Okay, ja, dann auf ins Licht. Da passiert mir bestimmt nichts. Bin mir ganz, ganz sicher. Ernsthaft? Ein Radio im Weltraum. So ein altes Kackradio aus den 60ern. Schrott. Und das, vor allem, es empfängt was. Das ist ein fantastisches Radio. Das ist gut gealtert. Kann mich auch umstellen? Anderer Sender? Na gut. Oh Gott. Hallo? Ist da wer? Genau das habe ich mir auch gerade so gedacht. Ach, das spiegelt hier irgendwas. Guck mal, irgendwas spiegelt hier in meiner Kamera. Okay, das ist eine Statue quasi oder ein Modell von der Raumstation. Okay, hier blinkt. Hier blinkt irgendwas. So, hier ist alles rot. Die Türen gehen nicht, ne? Strom wiederherstellen. Okay, und hier? Auch. Forgotten. Bitte. Bin dehydriert wahrscheinlich. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit unerforschten... Aha. Ah, okay. Das heißt, ich kann meine Karte hier auf der Tab-Taste. Ah ja. Passagierbereich. Okay, jetzt können wir mal ganz kurz hier gucken. Da sind wir reingekommen. Jo, ich komme mir schon vor, als wäre ich hier 5 Kilometer gelaufen. So, erstmal speichern. Ja. Benutzen. Ach so. Geil, musst du richtig aufpumpen hier den Generator. Ich hoffe, wir wecken nicht irgendwas. Oder machen irgendeine Tür auf. Ich würde die gerne zumachen hier. Okay, was steht denn hier drin? Da wird schon nichts passieren. So, privat. Das ist Anna. Okay. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätten sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in den Lagerräumen versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik. Niemand geht mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Sagte Anna. Okay, das ist sicherlich kein Zufall, dass der Code 0340 irgendwie farblich markiert ist. Habe ich einen Stift? Ich weiß nicht, ob ich den irgendwann brauche. Stift? Wo ist mein... Ich habe keinen Stift. Egal, ihr merkt's euch. So. Dahin. Saxon Corporation. Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Saxon Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Saxon dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investition in die Station schwankte nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Saxons Apollo-Haupt-KI
und Hiwi-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde, okay? Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station. Wir sind Menschen. Oh, ist aber ein ganz netter Brief eigentlich. Aha, es gibt hier also eine KI, die Apollo-Haupt-KI und die Hiwi-Androiden. Okay. Da, oh, guck mal, wir haben noch ein Audio. Den Strom abschalten. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Warte mal, kann man irgendwie den Sound von den Stimmen... Nee, ne? SFX und Filmsequenzen, Musik. Glaube nicht, dass man das lauter machen kann. Die sind ein bisschen leise, oder? Die Stimmen? So, okay. Wasserdicht, ja. Und dann haben wir auch hier den Energieknotenpunkt D13. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Aha. Zum Abflug. Also wenn wir hier weg wollen, müssen wir Strom wiederherstellen. Haben wir ja gerade gemacht. Okay, ich hoffe nur, ich habe nicht irgendeine Tür geöffnet. Wo ich nicht wissen will, was dahinter ist. Na, mal gucken. So. Die ist noch immer zu. Da kamen wir her. Ist auch zu, aber hier ist... Ah! Zugangscode. Tasten bewegen. Ich kann nicht auf die Tasten. Kann ich es so eingeben? 0, 3, 4, 0. Ah, ja, cool. Ja, geil. Das ist cool gemacht. Stell dir vor, ich hätte das dann nicht gelesen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt alles lesen. Also alles, was wir irgendwie in die Finger kriegen, muss man lesen. Würden wir auch im Real Life machen. Das ist richtig geil, immersiv. Das gefällt mir richtig gut, Alter. Medikit. Bauplan eingesammelt. Kremse mit Kur auf das... Einen Sensor. Ah, wir können uns hier selbst Medikits craften. Medikit. Dicke Maus. Sieht aus wie ein Laserschwert. Okay, Medikit bauen. Was brauche ich denn da? Warte mal. Es ihnen sich in Notsituationen zum Teil selbst zu heilen. Dies ist keine leichte Aktion. Sorgen Sie also dafür, dass Sie genügend Zeit haben. Okay. Da fehlen mir Komponenten, ne? Was brauche ich denn dafür? Ach hier, das brauche ich. Das Zeug brauche ich alles dafür. Okay. Gut. Können wir also noch nicht craften. Kommt später. So, und hier. Strom wiederherstellen. Habe ich das schon gemacht? Oder nicht? Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Offenbar nicht. Den Strom zum Gitter wiederherstellen. Ich dachte, ich habe das gerade gemacht. Mal kurz speichern. So. Aber das ist doch hier erledigt. Hab ich irgendwas vergessen? Warte mal, hier vielleicht? Zubehör. Ah. Muss es anklicken. Und da ist die Tür hier offen. Ist die unten auch offen? Da waren Leute. Da waren irgendwelche... Hallo? Können Sie mir helfen? Euch eine Pizza abliefern. Schrott. Okay, eine Impfpistole. Eine Subkutane. Okay. Bisschen Loot noch bekommen. Ja, die sind hier durchgestratzt, ne? Einfach so.
bin ich ja erleichtert. Wir sind doch nicht allein. Na gut, aber ob die Netze ist eine andere Frage. Knebel hat schon den Impfstoff. Das sieht wirklich aus, als wäre hier irgendwie Zombie-Apokalypse gewesen. Was ist denn hier passiert? Beim armen Xing'an. Beim Chinesen deines Vertrauens. Gab's wahrscheinlich waren die Frühlingsrollen alle. Da sind die alle ausgerastet, haben ja alles demoliert. Kann ich nachvollziehen. Ich finde, es ist so geil gemacht, so cool gebaut. Baggage Claim, Gift Shop, Elevators, All the Patches. Okay, also hier ist so quasi so ein bisschen der Spaceport der Raumstation. Ja, geil. Ich habe gerade was gehört. Ich höre immer irgendwas. Irgendeine Tür, irgendwas. Ionenschneider benötigt. Okay, gibt es also offenbar auch noch. Man kann übrigens nicht springen in dem Spiel, ne? Ionenschneider benötigt. Okay, geht auch nicht. Ich fühle mich hier so allein. Es ist so ruhig. Wenn ich nichts sage, ist es einfach total still. Hier bin ich. Das ist unser Schiff. Ich bin hier. Hier drüben. Valerine. Hier. Ich kann nicht springen, aber ich winke. Verdammt. Alter, die machen... Oh Gott. Irgendwer hat hier gerade das Tor zugemacht. Irgendwer weiß, dass ich hier bin. Oh Gott, hallo? Ist da jemand? Hallo? Okay, wir sind ja auf jeden Fall auf der Seite. Ist kaputt. Geht's doch nirgendwo rein, ne? Ne. Na gut, dann müssen wir hier weitergehen. Benutzen. Okay, ich benutze es. Benutze es. 3 Mal. Danke für den Follow, Hyperion. Da ist eine Tür offen. Da ist was. Ah, okay. Es war nur die Lampe. Speichern. So. Haben wir. So, ich habe ein Terminal. Dann lese ich doch erstmal ganz entspannt. Harper. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand
kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sagte ihnen aber nur, damit sie sich hier noch nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Okay. Warte mal, da war noch was. Hab ich es weggeklickt aus Versehen? Moment. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Weitz. Und Apollo? Ah ja, das ist diese KI, ne? Apollo ist die zentrale KI, der Saxon Hiwi Androiden auf der Sevastopol überwacht und ihn beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sind in guten Händen. Na, da bin ich ja wirklich beruhigt. Da fühle ich mich doch eigentlich richtig pudelwohl. Sir Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. Wo soll ich jetzt hin? Hier oben hat es auch nochmal gekracht, ne? Da ist bestimmt irgendwo was aufgegangen. Keep out. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, aber hier ist alles. Nimm den Loot mit, Knebel. Mach ich doch. Ich loote doch schon, was das Zeug hält. Wenn ich sehe. Du bist alleine, ja. Ich weiß. Ah. Ein Schacht. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in diesen Schächten fühle ich mich gleich viel, viel besser. Das ist wie so eine kurze Erholungspause, auch wenn die total finster sind, aber hier passt halt einfach kein Alien durch, ne? Das ist natürlich sehr angenehm. Irgendwer läuft hier über mir lang. Wir müssen leise sein. Wir müssen leise sein, Freunde. Leise! Psst, wo da oben? Weißt du, so angenehm das Reinklettern ist, so unangenehm ist es Rausklettern.